Herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit Arezzo. Ich bin Arezzo und wir hopsen! Es ist traurig. Es ist traurig, dass ich kein Stück gezögert habe. Man läuft los und ja, geht dorthin, wo es... Ja, wo es eben hingeht. Okay. Kein Grund, sich da zu beschweren jetzt gerade. Das sieht schön aus. Grafisch nichts auszusetzen am Spiel. Bisher. Kann ja noch kommen. On top. Sieht aber aus, als wär's der einzige Weg, okay? Ja, ja, das ist das, was ich sage. Danke, Lara. Danke. Aber vielleicht erwarte ich einfach das Falsche von solchen Spielen. Ich erwarte sowas... Ein klein bisschen Erkundung immer, aber... Mit den Urnen tränken sie die Eingeweide in Öl. Okay. Wozu? Ist das ein Ritual oder... Also einfach ein religiöses Ritual oder hat das eine Bewandtnis? Also eine wissenschaftliche? Mal sehen, welche Sprache ist das? Auf jeden Fall gab es uns nur wenige Punkte in Mam. Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint, als würde sie auf etwas warten. Okay. Die meisten Leute, die ich so kenne, wirken nicht als, also nicht in einer ruhigen Position, wenn sie auf etwas warten. Ich kenne sehr viele ungeduldige Leute. Ist nicht ganz richtig. Ich kenne ein paar ungeduldige Leute, aber ich kenne auch nicht viele Leute. Oh. Oh. Was haben wir denn hier? Okay. Was tut das? Also es... Machen wir das nochmal. Okay, hier kommen Funken raus. Wir haben Öl gefunden. Wenn wir das Öl dorthin bringen, dann fackelt das wahrscheinlich ab. Die Frage ist, wie bringen wir das Öl dorthin? Wir ziehen mal an diesem Hebel. Voller Öl und Blut. Okay, das Blut brauchen wir nicht, das Öl sehr gut. Noch ein bisschen und es kommt runter, sehr schön. Und wir drücken nochmal die Schlangenzunge rein. So. Das ist hübsch. Ein ziemlich simples Rätsel, aber ein hübsches Rätsel. Die Barriere ist unten, ich muss weitergehen. Und hopp. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Wie kommst du darauf? Ich sehe nicht wirklich etwas, was darauf hindeutet. Okay, erst einmal können wir hier auch... Ja? Ist das das, wozu es gedacht ist? Soll das... Ja, es soll offenbar Dinge anzünden. Ich mag das, dass er einfach sagt... Also, dass es auch einfach zur Kenntnis nimmt, was jetzt hier gerade passiert ist. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Oh, du gehst davon... Okay, ich wäre davon ausgegangen, dass wir weiter Öl nehmen. Ah, okay, wir können bestimmen, wo etwas hinfließt, ne? Das war zu weit. Ah, ne, das war nicht zu weit. Und es geht wieder zurück. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte es festhaken. Okay, ich bin nicht ganz sicher, was es bringt, das festzuhaken.
Ah, okay, jetzt dreht sich beides. Okay. Okay, ich nehme an, das wird richtig sein. Wir haben es einmal komplett gedreht. Die Linien hauen hin. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie unser Öl hier hinkriegen. Zum Beispiel, indem wir diesen Hebel ziehen. Sehr schön. Ich bin sicher, es ist kein Problem, sich ein klein bisschen angeölt zu haben. Okay, wir nehmen ein bisschen Schaden, aber keinen großen. Und feuerfrei. Bin ich ganz sicher, wo das Feuer hingeht. Oh. Oh. Das ist aber nicht schön. Das hat nicht geklappt. Okay, schauen wir genau, was passiert. Es füllt sich. Das Öl kommt her, das Öl geht runter, das Öl fließt und fließt. Es fließt in diesen Schädel rein, kommt es aus diesem Schädel raus. Sieht nicht so aus. Hier hinten auch nicht. Okay. Also das Öl fliegt. Oh, das Öl ist wieder weg. Okay. Ich hätte vermutet, dass die beiden Öldinger miteinander in Verbindung stehen. Ich habe mich offenbar geirrt. Wo muss das Öl hin? Das Öl muss hier hin. Okay. Das heißt, das Ding ist schon mal richtig. Solange von hier oben Öl runterkommt, fließt es hier rein. Und dann kriegen wir die Barriere weg. Jetzt müssen wir das hier nur noch dafür, das hier nur so einrichten, dass hier auch tatsächlich Öl runterkommt. Und momentan wäre diese Verbindung hier eben da, die keine wirkliche Verbindung darstellt. Also. Gut, schauen wir uns das an. Gut, von oben fließt es runter. Es fließt und fließt und fließt und fließt. Es fließt hier lang, es fließt hier lang, es fließt runter. Ja, das müsste es sein. Sicherheitshalber schauen wir dem Öl gleich mal beim Fließen zu noch. Kommt es in schönen Stufen. Okay, es bekommt eine vernünftige... Also, es hat eine vernünftige Fließbewegung. So. Es hat eine okaye Fließbewegung. Es ist nicht, wie es sein soll. Oh! Achso, nee, jetzt hat es nur aufgehört. Okay. Was wir brauchen, ist eine Verbindung, die dafür sorgt, dass hier in das Rechte was reinfließt. Okay. Warum sage ich das Rechte, das Mittlere? Ja, okay, das rastet dort nicht ein. Dann schauen wir uns das jetzt an. Okay, das Mittlere. Jetzt müsste es hinhauen. Außerdem will ich mal kurz was gucken. Als ich von hier unten gezogen habe, hat das hat das in unsere Richtung direkt das gezerrt. Mal sehen, ob das... Ja, okay, es sah nur so aus. Also das... Egal aus welcher Richtung wir ziehen, es geht strikt nach unten.
Was es seltsam macht, dass wir es aus jedem Winkel ziehen können, aber das ist eine Gameplay-Entscheidung und es ist besser so. Es verliert ein klein bisschen Realismus für eine ganze Menge Komfort. So, und... Tada, es fließt dorthin, wo es hinfließen soll und... Jetzt müsste es gleich auch schon aufgehört haben zu fließen, ne? Moment, wir ziehen einfach direkt nochmal. Und wir drücken unseren Knopf. Feuer frei. Sehr schön, es klappt, wie es klappen soll. Und jetzt zur Schatulle. Gut. Oh, eine Miniaturstadt. Oder wir sind einfach sehr groß. Oder sehr weit weg. Beides kommt mir sehr unwahrscheinlich vor. Das ist die Schatulle. Eine Schlange. Ich hätte etwas eher Quaderförmiges erwartet. Oh. Lara ist ziemlich gealtert gerade. Das war ziemlich antiklimaktisch. Andererseits hätten sie jetzt dort irgendwas groß Spannendes reingemacht. Wäre auf jeden Fall Trinity drauf aufmerksam geworden. Okay, ich nehme an, der Putsch ist im Gange. Gut. Der Bengel ist Edsley, nicht Uchu. Wer ist Uchu? Hier ist der kleine Rebellenprinz. Edsley! Lara, das war ziemlich dämlich. Ich darf nicht zurückschießen, wie es aussieht. Verdammt! Hi, Leute. Au! Gut. Das passiert in diesem Falle, wenn wir einfach aufhören zu laufen. Es sieht ein bisschen seltsam aus, wenn hier die ganzen dynamischen Effekte kommen, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass die Jagd gefährlich aussieht. Das mit dem Wagen sieht wahrscheinlich gleich ziemlich gut aus. Ja. Aber eben wirklich nur, wenn wir da langlaufen. Geht auf den Weg! Hallo. Oh Gott. Da fehlt ein Klang. Oh, wir sehen die Schwerter. Schwerter in Anführungszeichen. Okay. Ich sehe immer noch nicht den Vorteil gegenüber einem, ja, Schwert. Geht auf den Weg! Oh, verdammt nochmal. Ich will nicht gegen die Wand laufen und dann weiche ich aus und normalerweise leitet einen das Spiel sehr, sehr zielsicher da lang, wo man hin soll. In diesem Falle leitet es ein kleines Stück nach links und ein kleines Stück nach rechts und ich kann mich nicht entscheiden, in welche Richtung und dann gehe ich nach links. So. Nein, nein, nein! Oh Gott, Lara, mach nicht alles kaputt, nur um dein Leben zu retten. Das ist nicht höflich. Au. Au. Tja, der... hat den wesentlich weniger harten Sturz wesentlich schlechter weggesteckt, obwohl er wesentlich besser gerüstet ist. Und zur Sicherheit, vielleicht ist er nur... Oh. Falls möglich, geh zurück. Uchu muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Ja, kein Problem. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Ja. Ich meine, gibt gerade nichts zu berichten, ne, Lara?
Alles läuft nach Plan. Wir kommen dann vorbei, sobald wir können. Neuer Basislager. Neues Basislager entdeckt. Paiti Marktplatz. Paititi, Entschuldigung. Hallo. Uchu, wirklich? Was ist passiert? Okay, da ist eine Mission verfügbar. Es sieht aus, als sollten wir dafür die Treppe hochgehen. Uchu und Kabir haben sich gestritten. Ich habe keine Ahnung, wer Kabir ist. Ich weiß nicht, wer Uchu ist. Aber ich weiß, mit wem Uchu so ab und zu redet. Hier geht's nicht weiter. Vorsicht mit dem Salz, wegen der Stoffe. Ich habe keine Ahnung von Stoffherstellung, Stoffverfeinerung und so weiter, deswegen weiß ich nicht, warum man da Salz braucht. Aber ich nehme an, das wird einen Grund haben, den man verstehen könnte. Die reden alle durcheinander. Reden wir mit jemandem direkt. Der Ring der Sieben, das wären die Ringe der Zwergen. Die Frage ist, welcher Ring der Zwerge ist es dann, ne? Aber ich meine, es gibt nur sieben. Dürfte nicht so schwierig sein, das herauszufinden. Oh, haben wir hier was zu lesen? Tatsächlich. Und das ist in welchem Dialekt? Joaketo, eine Darstellung der Omen, die Ankunft der Spanier voraussagt. Die Prophezeiung vorhergesagt hatte. Angekündigt von der Feuersäule in der Nacht, der Zerstörung unserer Tempel und der Warnungen der weinenden Frau und des zweiköpfigen Mannes, trafen die fremden Krieger bei Sonnenaufgang auf dem Rücken gewaltiger Hirsche ein. Sie töteten die schwachen Anführer und beanspruchten das Land und seine Bewohner für sich. Gewaltige Hirsche, sind damit die Boote gemeint? Also die Schiffe? Oder meinen sie die Pferde? Pferde wären nicht größer als Hirsche. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie die Schiffe meinen. Aber Hirsche sind nicht dafür bekannt, Wasser zu durchqueren. Ich weiß nicht, warum man das Bild Hirsche dort nehmen würde. Eventuell ist es ein Fall von einer Prophezeiung, die einfach, ja, möglichst frei interpretiert werden muss, damit sie irgendwann mal passt. Die meisten Prophezeiungen, die tatsächlich vorher geschrieben werden oder ausgesprochen werden, funktionieren ja so. Und ich meine, wenn man eine Prophezeiung macht und sagt, okay, irgendwann wird jemand kommen, um alles kaputt zu machen, man liegt meistens richtig. Okay, Lara hat Respekt für die Kranken, wie es aussieht. Da muss man sehr langsam laufen. Und ja, einfach nur in diesem Krankenhausabteil hier läuft sie langsam. Interessant. Ich bin vollkommen falsch. Ich wollte eigentlich zu dieser Quest, die freigeschaltet wurde, mit Uchu. Ah, hier sind wir schon wieder. Den Ort kenne ich. Hallo? Verschwendete Gelegenheit. Wohin willst du denn wegrennen? Ich weiß nicht. Okay. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, zu sagen, wie sie zur Außenwelt stehen. Hätte sie jetzt sowas von den
von den Städten der Fremden oder so gesagt. Oder einfach einen Ortsnamen. Hätten wir gewusst, gut, sie überlegt tatsächlich, zu den anderen Menschen zu gehen. Hätte sie direkt die Wildnis vorgeschlagen, hätten wir gewusst, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie die anderen Leute kennt. Hätten sie sich vielleicht auch über die Gelegenheit darüber ausgetauscht, nicht über die Möglichkeit ausgetauscht, zu den anderen Städten zu gehen und es direkt wieder verworfen als eine absurde Idee. Hätten wir auch viel gelernt, aber so. Okay, wir wissen, dass es zwei Lager gibt. Es gibt die Leute, die da bleiben wollen, die Leute, die weggehen wollen. Wir wissen, dass der Kleine, der Bengel, irgendwas in der Art, dass der keine Ahnung von der Außenwelt hat. Aber es ist ein Kind. Kinder haben keine Ahnung von der Außenwelt. Es ist ein bisschen frustrierend. Es ist nicht schlecht. Das ist was. Es gibt immer diesen Bereich, ab dem ein Spiel anfängt gut zu werden. Und das schafft Tomb Raider ohne Probleme. Tomb Raider, gute Spielreihe. Ich meckere, aber es ist eine gute Spielreihe. Jeder einzelne Teil bisher gut. Sehr gut. Aber je besser ein Spiel wird, desto frustrierender können Details sein, die davon abziehen eben wieder, dass es noch besser wird. Also ich sagte eben sehr gut, aber ich bin nicht sicher, ob ich es bisher als sehr gut einstufen würde. Grafik sehr gut, definitiv. Aber das Spiel insgesamt. Irgendwas fehlt. Vielleicht liegt es an meiner momentanen Stimmung, weil ich einfach generell nicht so auf dem Damm bin. Aber vielleicht fehlt dem Spiel auch irgendetwas, auf das ich nicht genau deuten kann. Okay. Mit diesen negativen Gedanken beenden wir die Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Ich mecke, aber mir hat's gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare. Adios.